Im heutigen Video schauen wir uns mal an, ob so ein Anti-Reflex-Schirm tatsächlich bei der Aufnahme mit einem Großmembran etwas bringt. Wir nehmen unter extremen Bedingungen auf und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Adventskalender 2019 hier im Recording-Blog und heute wollen wir mal unter extremen Bedingungen aufnehmen, denn gerade in der Vorweihnachtszeit überlegt man sich ja, was könnte ich mir noch fürs schöne Studio kaufen? Ich habe doch da neulich in diesem Video von diesem Studio gesehen, dass sie so einen Anti-Reflex-Schirm dabei hatten. Hier so einen, ne? Der wird dann hinter das Mikrofon gestellt und der soll dafür sorgen, dass du weniger Raumhall in deinem oder Raumreflexionen in deinem Großmembran-Mikrofon drin hast und die Aufnahme insgesamt ein bisschen ruhiger vonstatten geht, auch wenn dein Raum nicht wirklich akustisch bearbeitet ist. Aber ist das Wahrheit oder ist das eher Mythos? Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus und checke einfach mal Aufnahmen unter extremen Bedingungen. Einmal hier im Studio, ein relativ gedämmter Raum und einmal eine Vocalaufnahme bei mir im Wintergarten, der quasi nur aus Fliesen und aus Scheiben besteht. Mit anderen Worten, extreme Bedingungen, mal gucken, ob dieser Reflexschirm tatsächlich da was bringt und wir gucken mal an, wie das Setup gewesen ist. Erstmal gucken wir hier ins Studio. Aufnahmesituation im Studio ist relativ schnell erklärt. Wir haben hier den Screen, wir haben hier das Mikrofon. Ich habe mich mal mittig im Studio aufgebaut, damit ich ein bisschen mehr vom Raum mitbekomme. In den Ecken habe ich manchmal ein bisschen weniger Reflexion, zumindest ist das mein Eindruck. Aber wir wollen ja hier auch eine Extremsituation haben. Ne? Also ein ganz normaler Raum, bisschen gedämmt, steht jede Menge Kram drin. Dementsprechend gibt es hier nicht allzu viel, was hier reflektiert, beziehungsweise nichts, was hier große Reflexionsflächen bietet, wie zum Beispiel überall Fenster, glatte Wände oder sonstiges irgendwie. Soweit zum Studio, aber gehen wir mal in den Wintergarten. Da saß und klang es deutlich anders als hier im Studio. Ich glaube, ich habe mir wenig Bekloppteres einfallen lassen, aber manchmal braucht es doch Extrembedingungen, um gute Aufnahmen zu machen, beziehungsweise um zumindest zu hören, ob etwas was kann oder ob es was nicht kann. Also, schauen wir mal. Hier ist die Kamera und hier wird dann aufgenommen, die Session. Und dann gucken wir mal, hier ist die Aufnahmetechnik, das Mikrofon, das NT1A von Rode und hier der Screen, der jetzt hier so ins Bild reinkommt. Und ich bin natürlich auch zu sehen und dementsprechend kann man hier schon sehen, dass ich hier unter sehr extremen Bedingungen aufnehme. Aber wir schauen mal, was dabei rauskommt. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Machen wir mal eine Aufnahme erstmal hier im Studio. We had the highs and the lows, the yeses and the noes. We went through thick and thin, knowing in the end we'll win. Always fresh as a daisy, 'cause you're my special kind of crazy. Okay, das war das Studio, soweit so erwartbar, aber jetzt gehen wir mal in den Wintergarten und gucken mal, was unter Extrembedingungen stattgefunden hat. Als wenn das noch nicht extrem genug gewesen ist, habe ich noch eine erschwerende Challenge hinzugegeben. Ich habe nämlich vor der Aufnahme einmal geklatscht, damit du hören kannst, wie viel Raum halt tatsächlich in diesem Glasscheiben bewaffneten Wintergartenraum ist und da kannst du auf jeden Fall auch mal kurz einschätzen vorne bei dem Klatscher, wie viel Hall oder wie viel Raum halt tatsächlich da im Mikrofon landet mit oder ohne Reflexionsschirm. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also rüber in den Wintergarten, Aufnahme bitte, los. We had the highs and the lows, the yeses and the noes. We ran to thick and thin, knowing in the end we'll win. Always fresh as a daisy, 'cause you're my special kind of crazy. Okay, Moment, eine Aufnahme habe ich noch vergessen. Normalerweise sagt man ja, dass die Raumreflexionen in der Einsprechrichtung vom Mikro eingefangen werden und nicht von hinten. Also habe ich den Schirm abmontiert und habe mir den einfach mal so auf die Schultern geschraubt. Also nicht geschraubt, sondern gestellt. Und das sah bei der Aufnahme dann so aus. We had the highs and the lows. Yes, it's a no. We went through thick and thin. Okay, jetzt sind tatsächlich alle Aufnahmen im Kasten. Gehen wir also mal rüber in die Session. Aber bevor wir rübergehen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass du dir die Spuren hier runterladen kannst. Nämlich unten in der Videobeschreibung findest du einen Link und da kannst du dir alle aufgenommenen Spuren nochmal einmal runterladen und zu Hause in deiner eigenen DRW nochmal vergleichen. Der Link führt direkt auf meine Homepage und da kannst du dir das runterladen. Und jetzt gehen wir aber gleich in die Session. Vorher möchte ich dich aber noch darauf hinweisen, falls dir dieses Video gefällt, dann drück auf den Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session. Gucken wir mal, was da passiert. Los geht's.
So, da sind wir schon in der Session. Und falls du dich gerade die ganze Zeit schon gefragt hast, mit welchem Interface ich das aufgenommen habe, das war so ein Focusrite 2i2 aus der zweiten Generation, habe ich das noch, ist glaube ich mittlerweile in der dritten Generation erschienen. Kleines, transportables Audio-Interface per USB angebunden an den Rechner, funktioniert wunderbar und hat ordentliche Preamps, da kann man eigentlich nichts verkehrt mitmachen. Kostet auch, glaube ich, nicht die Welt. Ist also wirklich ordentlich gemacht. Und falls du dich auch gefragt haben solltest, warum ich laut und leise aufgenommen habe, die Erklärung ist relativ einfach. Wenn man laut singt in einer nicht optimalen Umgebung, dann geht dieser laute Schall vom Gesang zum Beispiel oder von der Sprache natürlich auch laut in den Raum rein und dann natürlich auch laut von den Wänden wieder zurück und dann ins Mikrofon. Das heißt, wenn du in einer nicht optimalen akustischen Umgebung bist, lohnt es sich vielleicht auch einfach ein kleines bisschen leiser zu sprechen bei der Aufnahme. Denn dann riechst du den Raum nicht so an und dann hast du auf jeden Fall eine Chance, dass weniger Raumreflexionen drin landen. Ich wollte aber jetzt den Extremversuch natürlich haben, einmal mit lauter und leiser Aufnahme, um einfach zu gucken, wenn wirklich viel vom Raum zurückkommt und wenn wenig vom Raum zurückkommt, was der Schirm tatsächlich bringen kann. Und drittens noch vorweggeschickt hier, wie du siehst hier, dass ich jetzt die Audio-Files hier alle offen habe. Die sind jetzt alle vom Pegel her normalisiert. Das heißt, die sind zumindest bei den Peaks alle auf Null normalisiert. Das soll einfach sicherstellen, dass wir nicht zu große Unterschiede im Pegel haben bei den einzelnen Spuren, denn die leiser aufgenommenen Spuren sind ja eigentlich leiser gewesen. Ich kann dir das hier mal im Bild kurz einblenden. Da siehst du, dass die eigentlich völlig unterschiedlich gewesen sind. Aber ich habe die angepasst, sodass wir da jetzt nicht zu sehr hin und her springen müssen. Einzig ist es, dass natürlich die leiseren Geschichten etwas höheren Nahbesprechungseffekt haben. Das heißt, sie haben ein bisschen mehr um die 200 Hertz drumherum, wirken ein bisschen naher. Das liegt einfach daran, wenn man am Mikro ein bisschen näher dran steht, wenn man leiser spricht, dass dann dadurch auch die Bassfrequenzen ein bisschen nach vorne geholt werden. Das aber jetzt nur vorweggeschickt. Schauen wir uns doch am besten einfach mal als erstes den Klatscher an. Ich glaube, der ist am plakativsten, um zu zeigen, ob der Schirm tatsächlich in der unangenehmen Wintergartenatmosphäre was bringt oder was nicht. Und ich spiele jetzt einfach mal den Klatscher ab, ein paar Mal mit Screen und ein paar Mal ohne Screen. Und ich bin mal gespannt, ob du einen Unterschied hörst oder ob ich einen Unterschied höre. Los geht's. Achte mal genau auf die Hallfahne, nicht? Also die Klatscher klingen natürlich unterschiedlich und die haben auch eine unterschiedliche Energie gehabt, als ich geklatscht habe. Keiner klatscht jedes Mal gleich. Aber achte mal auf die Hallfahne, die hinten dran ist. Nochmal den ersten. Okay, da habe ich jetzt nicht direkt einen Unterschied gehört. Vielleicht hast du einen gehört. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, lad dir die Spuren runter. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link dazu. Aber wir gucken uns mal einfach eine Gesangsaufnahme an. Ne? Ich habe hier vorher schon mal reingehört und habe hier festgestellt, dass hier bei dieser Passage, die ich jetzt gerade markiere, dass wir da einen schönen Anfangstransienten haben und da am besten hören können. Und wir hören einfach mal erstmal die Studioaufnahme mit und ohne, aber laut gesungen. Ne? The yeses and the noes. 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 Da habe ich jetzt den Eindruck, dass es ein bisschen weniger, auch ein bisschen weniger Nahbesprechungseffekt ist. Kann natürlich sein, dass ich bei der einen Aufnahme ein kleines bisschen näher dran gestanden habe. Ich bin aber ehrlich, ich habe bei anderen Aufnahmen mit dem Screen früher auch schon mal gedacht, macht dieser Screen irgendwie ein bisschen fetter unten rum? Also das könnte vielleicht so ein kleiner Nebeneffekt gewesen sein. Wir können ja mal in die leisen Aufnahmen reinhören. Da habe ich, glaube ich, denselben Abstand auf jeden Fall beide Male gehabt. Vielleicht gibt es da ja auch einen Unterschied, dass es irgendwie so bei 150, 200 Hertz ein bisschen mehr Gunsch, ein bisschen mehr Nahbesprechungseffekt gibt. Hören wir mal rein. Also erstmal mit Screen und dann ohne. The yeses and the noes. 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 Das scheint es sich so ein bisschen zu bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also mit Screen scheint man ein bisschen mehr Nahbesprechungseffekt zu haben. Nicht, dass man dann näher dran steht automatisch wegen dem Screen, sondern vielleicht, weil sich vielleicht die gesungenen Bassfrequenzen ein bisschen im Screen sammeln und dann auch im Mikro sammeln. Kann ja sein, dass das ein bisschen nah, kompakter beieinander gehalten wird. Aber im Prinzip nichts, was man nicht ausgleichen könnte, indem man einfach mal 3 Zentimeter weiter vom Mikro zurücktritt und dann dadurch da das auffangen könnte. Also kein entscheidender Vor- oder Nachteil. Im Raum habe ich jetzt nichts gehört, aber das Studio ist auch relativ trocken hier, von daher habe ich da auch wenig erwartet, Unterschied zwischen den beiden. Gehen wir mal in den Wintergarten. Machen wir mal erst die Aufnahme mit Screen in laut und dann ohne Screen in laut und hören wir mal, ob da ein Unterschied ist. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie viel vom Raum tatsächlich im Mikro landet, mit oder ohne Screen. The yeses and the noes. 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 The yeses and the noes.
Okay, also hast du einen Unterschied gehört? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich einen kleinen Unterschied vielleicht gehört habe. Wir gehen mal auf die leise Aufnahme, mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Ne? Also leise mit Screen und leise ohne Screen. The yeses and the noes. 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 Okay, wenn man leiser singt, dann hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass deutlich weniger im Mikro landet. Ob das jetzt einen Unterschied mit oder ohne Screen macht bei den räumlichen Informationen, weiß ich nicht. Aber hier hat sich's wieder gezeigt, dass die Aufnahme mit Screen etwas mehr um die 200 Hertz hat im Nahbesprechungsbereich als die andere Aufnahme. Zumindest war das mein Eindruck. Okay, wie gesagt, am besten du lädst dir die Spuren tatsächlich runter, setzt mal einen Kopfhörer auf und hörst mal für dich selber. Aber wir haben ja noch die Aufnahme mit dem Screen hinter mir. Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass man in Einsprechrichtung die ganzen Reflexionen aus dem Raum auch einfängt. Das heißt, die Grundidee sollte ja eigentlich sein, einen Reflektor hinter sich zu haben und nicht hinter dem Mikro in der Richtung, wo man spricht. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Also machen wir erstmal eine laute Aufnahme hinten Screen und dann leise Aufnahme hinten Screen. The yeses and the noes. 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 Also mit Screen hinter mir gefällt mir die Aufnahme in leise gesungen auf jeden Fall schon mal ganz gut. Machen wir doch mal direkt noch den Vergleich mit, wenn ich den Screen hinter mich halte, in laut aufgenommen gegen die Aufnahme, den Screen hinter das Mikro. Das ist, glaube ich, der aussagekräftigste Vergleich. Ne? Das heißt, hier ist Wintergarten laut, Wintergarten mit Screen laut und Wintergarten mit Schirm hinter mir in laut. Das heißt, da gibt es jetzt ans Eingemachte. Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Gut. The yeses and the noes. 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 Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den direkt richtigen Abstand gehalten habe. Ich glaube, dass ich den richtigen Abstand gehalten habe. Dann würde sich hier auch wieder bestätigen, dass es mit dem Screen hinter dem Mikro ein kleines bisschen näher klingt. Ich mache den Abstand hier nochmal kleiner, dass wir nur die Yeses hören. Vielleicht können wir dann nochmal genauer hören, den Unterschied mit Screen hinter dem Mikro und dem Screen hinter meinem Rücken. The yeses and 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 the yeses and. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es ein kleines bisschen weniger Raumreflexion, aber nicht wirklich viel relevant und wahrscheinlich nimmt man ja sowieso unter solchen Bedingungen nicht wirklich auf. Ich bin unentschieden. Gehen wir nochmal rüber. Okay, das Fazit möchte ich tatsächlich jetzt mal dir überlassen. Entscheide du selber, ob die Spuren mit dem Screen oder ohne den Screen besser klingen, ob es was bringt oder ob es nur Voodoo ist. Hör dir auch die Spuren an, lad sie dir auf jeden Fall runter und guck mal, wie es in deiner DAW klingt, wie dein Klangeindruck ist. Und schreib's mir gerne hier unten unter die Kommentare und das Video in die Kommentare. Da bin ich mal sehr gespannt, wie dein Eindruck gewesen ist. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!